Boah, ey, das ist super hier. Es ist einfach toll. Ich bin endlich angekommen, wo ich immer hin wollte. Ich habe jahrelang davon geträumt und oh mein Gott, es ist einfach unfassbar, Leute. Es ist wirklich der Wahnsinn. Das hättet ihr euch niemals träumen lassen. Einfach der Hammer. Hammer. Der Hammer schlechthin. Ja, echt. Flashback. HK Production. Ich habe es endlich nach Köln geschafft. Ich habe jetzt in den letzten 30 Stunden, ungefähr 23 Stunden gearbeitet. Bin fertig mit der Klinik. Muss noch ein bisschen was für das letztendliche Video schneiden. Aber im Großen und Ganzen bin ich fertig. Und jetzt geht's zu Sneakernis. Okay, ich bin auf der Sneakernis, treffe Menschen, die ich kenne, mag, nicht mag und dich mag ich, ja. Und hier will jemand mit euch reden. So. Ich wollte eigentlich einen Shoutout, hallo. Willst du irgendwas sagen? Nö. Okay, sie will nicht reden, aber winken. Vielleicht fällt mir gleich nochmal was ein. Okay, vielleicht fällt dir gleich noch was ein. Das war übrigens die Charlotte. Da ich heute relativ wenig Lust habe, mich selbst zu filmen, übernimmt das jetzt die Sina. Hi Leute, herzlich willkommen. Sneakernis 2000. Aber der Lane ist wie immer zu spät, deshalb ist hier schon, wird hier schon abgebaut. Wo gehen wir hin? Wir fahren hier einfach. Guck mal jetzt, ich hab, weißt du, ich sag dir, sie soll sich selber filmen und jetzt habe ich so meinen persönlichen Kameramann, so, der mich filmt. Ja, nice. Das ist viel besser. Kann man dich mieten? Ja, das sind die Dinger da oben, die du so halten kannst. Ja. Alles gut? Ja, aber ja. Alles gut. Erzähl mal was über deinen Kurs heute. Mehr Käse, oder? Von der Arbeit? Ja. Ich hasse es. Das ist die undankbarste Aufgabe aller Zeiten. Willst du was sagen, wie das hier gefunden hat? Absolut genial. Es ist ein Lebenstraum, wurde wahr. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich eines Tages hier an diesem Punkt stehe, zwischen so vielen Schuhen und so viel Atmosphäre. Die Leute, die sind total toll. Das ist ein totaler Lifestyle, ein super Gefühl. Das ist der Hammer. Das ist wirklich großartig. Ja, Mann. Ich bin endlich angekommen. Willst du Unsinn am machen? Nein. Wie gefällt es dir? Wie gefällt es mir? Mir gefällt es gut. Wenig Leute da, finde ich gut. Nette Menschen und Shadows and Kicks. Ich weiß nicht, wie man Stopp drückt. Guck dich selber, das ist ein Personal Vlog, man kann ja drehen. Du bist doch nie der Blogger. Ja, du bist doch der Blogger. Was soll ich denn sagen? Ja, weißt Leute, du weißt doch wieder von Snapchat, wieder sind von Snapchat hier auf der Sneakernis. Ja, wie genau, wenn du deine Stundenmonologe bei Snapchat hältst. Nur diesmal muss das Ding ist, der Vorteil, kannst durchlaufen lassen. Das ist nicht 10 Sekunden basiert. Mir gefällt so großartig. Ich bin genau. Was hast du schon für Heat gekauft? Ich habe mir hier diese Sony Waistband. Diese Sony-Tasche gekauft. Für Gucci hatte ich leider kein Geld. Und ja, Mama, ich brauche mehr Taschengeld. Die einzige Sache, die mich an so einer Messe stört. Leute, wir sind heute auf der Sneakernis. Das ist der Lane, der macht jetzt Vlogs für euch. Moment, ich habe die anderen wieder verloren, aber neue Menschen gefunden. Das ist wie. Und das ist der Lane und der macht jetzt Vlogs. Ich glaube, ich lasse mir die Schuhe putzen. Lassen wir uns die Schuhe putzen? Ja, du kannst dir die putzen lassen. Aber glaubst du, die kriegen den Fleck ja, raus? Ja, das kriegen die raus. Das ist aber einfach wieder nötig, ey. Ja, so, muss das. Dankeschön. Ja, danke. Und ist das denn wieder alles crispy clean jetzt auch? Nö. Nö, der Fleck ist halt leider nicht raus. Scheiße.
Du musst das mit Bleiche. Ah. So, sie hat mir den Tipp gegeben, Zahnpasta zu benutzen. Mal schauen, ob das was wird. Oh, okay. Das kann ja nur in die Hose gehen. Erster Versuch, easy. Smart Man, hallo. Bist du pleite? Bisschen. Das ist im Grunde meine, keine Ahnung, wie viel das Sneaker ist. Ich glaube, meine fünfte. Die Musik ist besser als sonst. Die Schuhe sind wesentlich schlechter als sonst. Papas Kreditkarte wurde mehr benutzt als sonst. Es wurde mehr geflext als sonst. Guck mal, seht ihr, wie ich die Kamera so nach unten richten muss? Weil sie einfach mit drauf ist und wahrscheinlich sind alle unsere Köpfe abgeschnitten. So klein bin ich gar nicht. Ich bin 1,69. 1,69, wenn sie Puma Creeper in 300-fach XL anhat. Für alle, die nicht wissen, was ich meine, diese Schuhe. Charlotte, was sagst du zu Sneakerness? Ja, super. Ich war jetzt vier Stunden nur hier, aber war nett. Oder? Was sagst du? Schuhe, kacke. Menschen, top. Kann ich unterschreiben. Wie viele Turnschuhe gibst du der Sneakerness von 1 bis 10? 7. Ich gebe der Sneakerness. Die Musik war auch sehr gut heute. Ich gebe auch 7. Ich gebe 7. Mike, was ist dein Statement? Nicht genug gekauft, die Leute, ne? Leider. Aber ansonsten war das doch ein rundes Ding. Also der Mike, der braucht Geld, kauft seine Schuhe und... Es gibt noch ein Spiel. Ich glaube, die beiden haben noch nicht mal... Ihr könnt auch auf Raten zahlen. Wenn das nicht ein Deal ist. Und ihr kriegt bei jedem Schuh, den ihr kauft, ein Polaroid von ihr dazu. Ich weiß nicht. Komm, das ist voll die gute Verkaufsstrategie. Dann kommt doch mal kurz mit nach hinten. Deal? Aber nein. Nicht käuflich. Eigentlich hatte ich das Video schon beendet und mein Outro für heute schon gemacht, aber ich benutze jetzt nochmal die Situation, in der ich alleine bin. Das Wochenende war mega anstrengend. Ich habe ungefähr 20 Stunden gearbeitet und war jetzt noch auf der Sneakerness. War ganz cool, viele Leute getroffen, die ich gerne habe und lange nicht gesehen habe. Und die ich hoffentlich auch noch häufiger sehe jetzt in der nächsten Zeit, da ich ja jetzt wieder hier bin. Aber die Sneakerness an sich, das ist irgendwie voll die Karnevalsveranstaltung geworden. Die Leute sehen aus, ziehen sich alle mit ihren Off-White und keine Ahnung, Klamotten an. Ja, jeder soll machen, was er will. Aber mein Ding ist es nicht. Aber ist okay. Aber das war es jedenfalls von mir. Und jetzt kommt mein eigentliches Outro. Okay, Freunde, das war's von der Sneakerness 2017. Wir vergeben 12 von 10 Turnschuhen. Und es war super. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Take it easy.